Hallo, am 12. Juli im Gottesdienst erklang eine kleine Kantate, ausgeführt von Musikern hier aus der Region. Das Schöne dabei ist, dass diese Kantate auch als Audio, also als Tonspur aufgenommen wurde. Und die wollen wir Ihnen gerne auch heute im Podcast vorspielen. Diese Kantate ist von, muss ich schauen, Christoph Graupner. Und er hat gelebt von 1683 bis 1760. Sie heißt Jesu, führe meine Seele. In dieser Kantate geht es um das tiefe Vertrauen des Menschen in Gott, in Christus. In diesem Text, der auch unten abgedruckt ist, wird deutlich, dass der Schreiber dieses Librettos und dieses Textes, ja, mit allem, was er hat, vertraut, dass Gott ihn richtig führt, dass seine Seele zum einen zu den guten Weidegründen geführt wird, also das Bild des Hirten spielt eine große Rolle, und vor allen Dingen auch, dass die Seele am Ende des Lebens eingehen wird in die himmlische Heimat. Eine Kantate mit vielen starken, eine Kantate mit starken Worten, die ein starkes Vertrauen ausdrücken. Viel Freude damit. Thank you.
Thank you.